Hey zusammen und willkommen zu einer neuen Folge GTA San Andreas. Wie ihr seht, ich bin jetzt hier in einem Shop und werde mich mal wieder einkleiden. Das letzte Mal, dass ich mich umgezogen habe, das ist schon ein Weilchen her und vor allem auch neu eingekleidet. Jetzt können wir hier mal ein bisschen gucken, dass wir uns noch mal ein bisschen besser ausstatten. Eigentlich würde ich gern irgendwie mal so einen Anzug tragen oder so, weil CJ ja mittlerweile eher so der seriöse Helferlein ist. Aber ich habe jetzt noch keinen Laden gefunden, die auch richtig Anzüge verkaufen. Mir wurde gesagt, hier im SIP sollte es was geben, aber irgendwie sieht das nur so aus, als ob, aber es kommt hier nicht wirklich was bei rum. Da schalten wir uns jetzt einfach mal ganz gemütlich jetzt hier durch die ganzen Klamotten durch und schauen mal, ob ich irgendwas Schickes finden kann. Na, das sieht doch auch nicht schlecht aus. Ins Fitnesscenter wollte ich auch mal wieder. Das letzte Mal, dass ich mit CJ im Fitnesscenter war, das ist schon richtig lange her. Ich glaube, das Bowlinghemd war ganz schick. Genau. Das nehmen wir einfach. Es dauert sowas immer so lange. Diese ganze Auswahl, was ich jetzt für Klamotten nehme oder so. Schuhe. Ach, da habe ich jetzt schon die Hose von hier. Sonnenbrille. Blaue Sonnenbrille. Das sieht doch irgendwie doof aus. Wegen den Gläsern. Das gefällt mir nicht. Wie sieht die schwarze aus? Ja. Geht so, ne? Meine schwarze, also meine rein schwarze Sonnenbrille, die ich habe, die finde ich ganz cool. So, und meine andere Kette vielleicht. Der goldene Kubaner. Das sieht doch aus, als ob das wirklich dazu passen würde. Jetzt hier, der Gangster mit dem dicken goldenen Kettchen. Die nehme ich natürlich mit. 420 hat die gekostet, Junge, Junge. So. Und Hut vielleicht? Nee, der gefällt mir nicht. Sieht man auch die Frisur nicht mehr. Ist ja klar beim Hut, aber es muss dann schon... Ich hätte gern irgendwie... Weiß ich nicht. Nee, das sieht nicht gut aus. Ich würde gerne mal irgendwie sowas, vielleicht sowas Cowboy-mäßiges oder so. Cowboy-Stiefel und so. Aber das bieten die gar nicht an. Hier, yeah, braune Stiefel. Siehst sie gar nicht richtig. Aber sehen so schon gar nicht schlecht aus. Schauen wir uns nochmal die anderen Stiefel an, die wir haben. Die hier im Angebot sind. Rote Stiefel, graue Stiefel, Wanderstiefel. Ne, ich nehme jetzt die braunen Stiefel, da wechsle ich wieder zurück. Die Klamotten, die ich jetzt trage, sind, glaube ich, auch nicht so wirklich final. Ich muss mich noch ein bisschen jetzt hier in Las Venturas umschauen, was ich dann auch so alles finde. Vielleicht finde ich dann auch den einen oder anderen Laden, weil ich habe hier jetzt ein Bingo direkt nebenan. Da bin ich auch nicht so scharf drauf, da wieder einzukaufen. Weil die haben auch nur solche Gangsterklamotten eher. Die ändern ja auch ihre Auswahl leider nicht. Das ist immer so ein bisschen blöd. Vielleicht zum Friseur nochmal. Ich könnte auch nochmal irgendwie die Brille wieder absetzen. Dann müsste ich aber, glaube ich, bis in die Grove Street zurück. Ist dann immer schon ein bisschen weiter. So, lass mal schnell auf die Karte gucken. Ich habe hier noch nicht alles erkundet. Ich glaube, ich fahre einfach nur mal ein bisschen durch die Stadt. Mal so eine ganz gechillte... Oh, eine Sexshop-Folge. Videos und Toys. So, wie kommen wir da rein? Gar nicht. Der Laden ist zu. Das ist wahrscheinlich zu früh. Nein, der ist offen. Oh Gott. Das hätte ich nicht gedacht. Auf in den Sexshop. So, was haben wir denn hier? Hamster Love 2. Granny Grabber 10. That can't be legal. Return of the Anaconda. Oh Gott. Naughty Nurses. Jenny and Sarah. Winewood Call Girls. Flith Chicks. Also ich finde immer noch Return of the Anaconda am besten im Moment. Die haben oft hier leider nur den gleichen Porno zur Auswahl und in einer unglaublichen Menge. Oh, jetzt kann ich mir hier noch einen Dildo mitnehmen. Nee, den lasse ich lieber liegen.
Was haben wir noch hier hinten? So Backdoor-mäßig? Nix. Da ist auch nichts. Excuse me. Entschuldigung. Was haben wir hier? We have the right to refuse service to anyone. How impressive. Ja, sehr beeindruckend. Hardcore VHS. Ja, die guten alten Videokassetten. Jetzt habe ich gedacht, ich kriege dann auch richtig schön was mit hier im Sexshop, aber da ist überhaupt nichts. Tote Hose im Sexshop. Das könnte auch so ein Titel sein. Was haben wir hier? Sieht ja auch cool aus. Richtig schönes Hotel. Man sollte trotzdem auch auf die Straße achten. Wie gesagt, Las Venturas, ich glaube, ich bin hier noch nie gewesen. Oder es ist wirklich so lange her, ich erinnere mich nicht mehr. Oh, die haben sogar einen Zirkus. Dim, 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 dim. Da komme ich so gar nicht rein. Dim, 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 dim. I love a rainy night. Kann ich jetzt direkt in die Manege fahren? Nee, aber ich kann den Zirkus kaufen. Was, für nur 6.000? Klar, hier, komm, zack. Hotelsuite erworben. Ich dachte, ich habe den Zirkus gekauft. Na, jetzt kann ich hier sogar speichern. Das ist ja praktisch. Ach, cool. Was soll ich denn mit zwei Betten? Ein großes Bett. Ach, jetzt haben wir hier sogar einen Kleiderschrank. Das ist gut. Können wir uns nochmal umziehen. Dass ich mir nochmal die Brille absetze, sozusagen. So, Sonderkleidung, Parkboy, nein, Artikel ausziehen. Sonnenbrille. Ja. Ist schon gar nicht mehr gewohnt, den CJ ohne Brille zu sehen. Ich habe mich so dran gewöhnt, der sieht ein bisschen aus, als ob er so ein bisschen schlecht gucken kann. Was haben wir denn alles? Prolapse, Suburban, Dribbler's Shirt. Das ist doch auch nicht schlecht hier. Aber ich wollte mich jetzt ja mehr wie ein Cowboy kleiden. Das war doch der Plan. Schau mal, habe ich schon einen Cowboy-Hut gekauft? Ich glaube nicht. Bleiben wir jetzt erstmal hier in der schicken Kleidung. Jetzt gehen wir noch zum Friseur und lassen uns noch ein bisschen die Haare schön machen. Zwischendurch mal speichern. Dass wir das auf jeden Fall jetzt hier auch sicher haben. Oh, wir haben nur noch $97.408. Wie ihr seht, das Geld wird langsam knapp. In der nächsten Folge gehen dann die Missionen auch wieder ab hier. Bin mal gespannt, was uns jetzt hier alles erwarten wird. Aber jetzt will ich einfach mal durch die Gegend fahren. Das habe ich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Einfach nur durch die Gegend fahren und ein bisschen die Stadt erkunden. Oh, hier den Laden kann ich auch kaufen. Boah, ein Totenkopf. Ist ja cool, was du hier alles kaufen kannst. The High Roller. Ob man auch ins Casino gehen kann? Also wetten konnte man ja schon hier so ein bisschen. Hier ist das Wettspiele machen. Ach, da oben kann ich gar nicht rein. Wir fahren vielleicht lieber mit dem runter, der auch in die richtige Richtung rollt. Da kommen wir schneller weg. Ich will nochmal gucken, ob ich noch ein anderes Kleidungsgeschäft finde oder so. Hier, die indische Perle. Die kann ich auch speichern, das ist ja witzig. Ach, jetzt habe ich die Mission gemacht. Nee, doch nicht. Ich bin schon gewundert. Hier kann ich mich gleich mit Wusi treffen und noch schnell eine Mission machen. Ich wollte mir doch eigentlich, ich will mir erst die Stadt angucken. Ich will jetzt hier keine Mission machen. Auch wenn das natürlich sehr verlockend ist. Und ihr euch denkt, oh, jetzt fährt er hier nur rum. Voll langweilig. Aber ich will noch ein paar neue Klamotten haben. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo was. Hier hinten ist ein Industriegebiet. Da ist, glaube ich, dann nichts mehr. Schauen wir mal auf die Karte. Wo sind wir denn jetzt gerade? Wir sind hier unten. Das Gefühl, Las Venturas ist gar nicht so groß. Schauen wir mal, da oben sind noch drei Klamottengeschäfte nebeneinander. Und hier ist auch noch einer. Fahren wir erstmal dahin und dann fahren wir zu den anderen drei da oben. Es muss doch möglich sein, hier irgendwo entweder einen schicken Anzug zu kaufen oder irgendwie so Cowboy-Klamotten. Kann doch nicht so schwierig sein. Ich meine, wenn wir jetzt hier sozusagen auf Wild West einmachen, muss man doch auch dementsprechend gut gekleidet sein.
Denn Kleider machen Leute, kennt ihr ja schon. Gibt Leute, die schreiben über sowas Bücher. Die Motorrad-Skills werden immer besser. Ich fahre auch lieber mit dem Motorrad rum, weil das einfach wendiger ist. Die Autos sind mir manchmal, bei einigen Autos ist mir die Fahrphysik einfach zu... Ja, ich weiß auch nicht, zu merkwürdig. Gefällt mir nicht so richtig. Und hier mit dem Motorrad, da bist du schnell, bist du wendig, kannst einfach mal schnell hier um die Ecke. Ach, das ist nur ein Binko. Nee, zu Binko will ich nicht, Binko war ich schon. Wie gesagt, die bieten halt auch keine neuen Klamotten an. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändert. Schreibt mir das mal in die Kommentare, solltet ihr das wissen. Und auch wenn es sich nicht ändert. Weil, also von meinem Gefühl her, das sagt mir, das ändert sich hier nicht mehr. Die Klamotten bleiben immer gleich. Du kannst einfach nur einen anderen Laden noch finden. Wir haben jetzt im Moment Binko, wir haben Zip. Wir haben... noch ein paar andere. Was waren das noch? Suburban oder so, glaube ich. Also irgendwie muss doch da noch es noch mehr geben. Also es wäre ja zu schade, wäre das einfach alles jetzt schon vorbei. Ich kann mir hier richtig schöne Geschäfte kaufen. Ja, die Laterne musste ich natürlich mitnehmen. Die hat mich so fies angeguckt. Da war nichts anderes möglich. Oh, hier. Rock Hotel. Das wäre da was für mich. Richtig schönes Rock Hotel. Hard Rock Hotel. Victim. Ich glaube, im Victim war ich auch schon. Suburban, Victim. Das ist Train Hard. Prolapse. Das könnte auch noch ein Fitnesscenter sein hier hinten. Harden, Plug and Enjoy. Goal. Okay, wir haben hier einen Shop. Harden, da komme ich auch nicht rein. Klackenbell. Das Essen muss ich jetzt im Moment nicht. Was ist das denn hier? Train? Train Hard. Ist das jetzt das Fitnesscenter? Ich glaube schon, oder? Ach nee, das ist Prolapse. Der Sportladen. Schauen wir uns nochmal ein bisschen um. Also, wir haben hier den Sportladen. Hier haben wir noch einen Victim. Suburban ist auch direkt doch daneben. Aber der wird noch nicht angezeigt. Doch, da kann man auch rein. Schauen wir nochmal bei Victim rein. Oh, ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Okay. Alles klar, dann schauen wir uns mal um. Das ist richtig so eine Klamottenfolge jetzt hier. Schauen wir mal, was die alles hier im Angebot haben. Hm. Das sieht doch gar nicht schlecht aus hier. Das könnte genau mein Laden sein, ey. Ah ja, hier ein Jackett. Jetzt kann ich mich hier auch richtig einkleiden. Also, Victim ist der Laden. Alter, 1944 kostet das. Oh, eine Motorradjacke. Cool. Also, da muss ich mich jetzt durchklicken. Das müsst ihr aushalten. Das ist ja echt eine coole Sache jetzt hier. Was? Crystal Meth? Nicht nur einmal, ey. Not even once. Ja gut, der ist jetzt nicht, der haut mich jetzt nicht um. Was haben wir noch? Ich habe jetzt das schwarze Jackett übersprungen. Und ein Hawaii-Hemd. Kann sich ja ungefähr vorstellen, wie solche Sachen denn immer aussehen. Das sieht doch nicht schlecht aus. Aber diese Kapuzenjacke, die ich da oben hatte, die sah wirklich gut aus. Die behalte ich auf jeden Fall mal im Auge. Sportjacke. Oh, das sieht doch auch gut aus. Sieht eher aus wie so eine Edelsportjacke. Dude. Die behalte ich auch im Auge. MadTech T-Shirt. Naja. Haut mich jetzt nicht irgendwie um. Es wäre halt einfacher, könnte man das irgendwie leichter auswählen und musste man das nicht immer komplett anziehen, damit man sieht, wie es aussieht. Lockdown Shirt, T-Shirt. Ja.
Ich schaue mir jetzt nochmal das schwarze Jackett an. Vielleicht sieht das noch ein bisschen anders aus. Ansonsten werde ich mich jetzt für dieses braune Kapuzenteil entscheiden, weil das war auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Anzug. Aber ich bin jetzt eher so ein bisschen vom Gefühl her gerade ein bisschen locker unterwegs. Der Anzug muss vielleicht nicht sein. Nehmen wir die Kapuzenjacke. Ah, die gefällt mir wirklich. Die goldene Kette ist natürlich ganz dezent übertrieben. Aber manchmal muss man halt auch protzen. Ohne Lederhose. Ach, das ist ja nur so, sieht nur so aus. Ich dachte, so eine richtige, so eine richtig schöne bayerische Lederhosen. Nee. Ist nicht. Lederreiterhose. Ah ja, genau, die hat im Schritt so ein... Nee, nee. Die gefällt mir auch nicht. Haben wir noch graue Hose, schwarze Hose, Jeans, Shorts. Die sieht jetzt nicht unbedingt anders aus als die alte, die ich hatte. Aber ich meine, warum nicht? 960, nehmen wir die einfach mit. Weil schlecht sieht sie ja nicht aus. So, Ketten. Eine Silberkette. Ja, hier den dicken Kubaner in Silber. Na. $540. Was haben wir noch? Die Goldkette. Ist die ein bisschen dezenter? Nee. Auch nicht. Nicht so richtig. Den muss ich mir jetzt nicht geben. Ich habe den goldenen Kubaner, die dicke Kette, die muss jetzt reichen. Uhren, nein, Sonnenbrille. Nochmal eine schwarze Sonnenbrille. Hatte ich nicht so eine? 600. Könnt ihr behalten. Haben wir noch grünes Glas? Nee. Kopfbedeckung. Rotes Barett. Bonjour, mon ami, mon ami. Un baguette, hein? Eiffelturm? Nein. Wir noch ein schwarzes Barett, ein schwarzes Cappy. Nee, ich lasse den Kopf frei, weil ich will ja noch zum Friseur. Das wird so funktionieren. Hatte ich schon bei den Schuhen geguckt? Ich glaube nicht, die habe ich übersprungen. Cowboy-Stiefel, da sind sie ja. Okay. Das wird jetzt schwierig, sich so richtig anzupassen, so richtig Cowboy-mäßig anzuziehen. Schwarze Motorradstiefel. Also da muss ich noch ein bisschen gucken, ob ich das mache. Weil im Moment der Stil, so wie ich jetzt im Moment habe mit dieser braunen Kapuzenjacke, gefällt mir ganz gut. Schlangenlederschuhe. Nein, sehen ja aus wie Gummistiefel. 1200. Nee, die könnt ihr behalten. Ich bleibe jetzt so, wie ich bin. Sieht doch ganz gut aus. No problem, ma'am. Und wir gehen jetzt noch schnell Haare schneiden. Die Folge ist eigentlich schon wieder vorbei, aber wenn ich das jetzt nicht mache, dann kommt das in einer der anderen Folgen. Und der ein oder andere findet das ja nicht so gut, wenn ich solche Anzug, solche Klamottenfolgen mache. Daher versuche ich das einfach mal irgendwie so zu kombinieren, dass das nicht zu viel auf einmal wird. Haben die hier überhaupt keinen Friseur? Was ist denn das? Doch, da ist einer. Und hier oben haben sie keinen, ne? Mm-mm. Ist das der einzigste Friseur? Die haben ja nur einen Friseur in der Stadt. Ist ja Wahnsinn. Na gut. Das müssen wir dann nur noch hinfinden. 5 Uhr morgens. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen, bis wir da sind. Weil dann macht er bestimmt irgendwann auch schon auf. Das hörte sich ja komisch an. Grunzt da einfach so ein Schwein ins Mikrofon. Ich bin's nicht gewesen. Ernsthaft, Leute. Nein, 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 das könnt ihr mir jetzt nicht zuschicken, diesen Schuh. Wirklich nicht. Ich glaube, ich schalte mal lieber um. Playback FM. Jetzt sind wir schon da. Das ging ja schnell. Gedacht, das dauert noch ein bisschen. Was
Gay Garden, Gay Gardens Buffon Boutique. Whoa, like Kiplam and everything. Hi Gordon. What would you like? So, wollen wir mal gucken hier. Irokese, die keilförmige Frisur. Schauen wir uns die mal an. Ich glaube, die hatten wir auch schon mal. Ah, hier der Checker. Die normale Caesar-Frisur. Ich will ein bisschen was Ausgefallenes. Blonder Corncrow. Das sieht auch cool aus jetzt. So ein bisschen anders. Den Tramline habe ich gerade. Was ist denn der Grove-Schnitt? Nee. Der kostet 600, ey. Der blonde Irokese wird auf jeden Fall passen, jetzt so Irokesenmäßig unterwegs zu sein. Das sieht ja richtig scheiße aus. Der blonde Afro wird auch nicht besser aussehen. Nee, ich glaube, ich nehme den Corncrow. Corncrow. Nicht Crow, Corncrow. Lesen, was da steht. Der Afro sieht ja Mist aus. Hier, Cornrow. Das passt denn zum Gesamtstil. Ja. Absolut, ey. Jetzt sehe ich aus wie geleckt. Wunderbar. See you again. Und damit ist die Folge vorbei. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt GTA San Andreas mit dem gestylten Marv. Bis dahin, Servus.